Ich finde es super, dass mich Tatjana Hüfner besucht, amtierende Rodel-Olympiasiegerin. Es ist schön, dass wir mal uns auf Londoner Boden hier treffen und einfach ein paar Dinge austauschen über unsere Sportarten. Ich bin Tatjana Hüfner, Rennrodlerin und bin seit gestern hier in London mit Per unterwegs. Habe beim Fußballspielen zugesehen, heute kicken wir selber mal ein bisschen zusammen und tauschen uns über dies und das aus. Gleich gehen wir noch in die Stadt, gehen noch mal einen Kaffee trinken, schauen uns so ein bisschen was an. Wir wollen noch ein bisschen kicken. Alles klar, Per. Schon beeindruckend, was sie jetzt für eine Technik hat. Da ist man doch anderes gewohnt von anderen Sportlern. Ich komme nicht mehr mit, körperlich nicht mehr. Schirmherr des Projektes Focus on Sochi. Ich habe mir gedacht, dass ich auch mehr in die Unterstützung gehen möchte, andere Sportarten kennenlernen möchte, mich auch da einsetzen möchte. Und wenn ich das ja, mit meiner Bekanntheit auch tun kann, dann mache ich das gerne. Ja, wir spielen immer vor vielen Zuschauern, die Presse ist involviert. Und da ist es jetzt eben wirklich so, dass man ja, den Fokus wirklich mal auf Dinge richten sollte, die genauso hart trainieren, genauso willig sind und Höchstleistung bringen, wie wir Fußballer auch. Und das noch im Einzelsportbereich, also da ist die mentale Belastung noch mal viel, viel höher. Ich denke, dass man da in dem Bereich einfach diesem Bereich viel mehr Aufmerksamkeit schenken sollte und deswegen sollten wir den Fokus auch auf diese Dinge richten. Ich bin Per Mertesacker, Fußballprofi. Das ist Focus on Sochi, Sportler für Sportler. Ich bin dabei. So, jetzt hast du mich jetzt 2 Tage besucht, das war unser erstes Kennenlernen. Ja. Wie hat es dir gefallen? Ich meine, Stimmung im Stadion mitzuerleben. War schon cool. Also gerade hier im Stadion, das erlebt man als Rodler nicht so oft, dass man in so einem Stadion sitzt, wo so viele Zuschauer da irgendwie ein Sportevent verfolgen. Und wenn das so ein Tor geschossen hast, war natürlich auch geil, war eine prima Zugabe. Ja, und dann steht ja mein Besuch bei dir noch an. Ich habe schon mal Erfahrung auf einer Holzbahn gemacht. Genau, Oberhof kannst du mal kennenlernen und Bahn mal sehen, richtig. Und dann auch mal auf Eis fahren. So eine Holzbahn, das ist doch ein bisschen was anderes. Richtig auf Will Eis. Ich nicht. Habe ich Angst. Das schaffst du schon. Ey. Ich bin Tatjana Hübner. Ich bin Per Mertesacker. Das ist Focus on Sochi. Sportler für Sportler. Wir sind dabei.